Hallo Freunde, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Infovideo. Im Hintergrund seht ihr übrigens Assassin's Creed Liberation. Ist ja ein PSP-Port, glaube ich. Habe ich so im Privaten gespielt. Ich dachte mir, ich mache es einfach mal im Hintergrund rein. Warum nicht? Werde ich aber nicht let's playen, glaube ich. Es sei denn, jemand steht sehr drauf und ich soll es mal machen. Was gibt es zu sagen? Einmal möchte ich mich für die Unregelmäßigkeiten im Sommer entschuldigen, und zwar diejenigen von euch, die regelmäßig bei mir reinschauen, haben es vielleicht mitgekriegt. Es gab so einzelne Tage, an denen ich nichts hochgeladen habe, beziehungsweise an denen ich keine Videos rausgehauen habe. Lag ganz einfach daran, dass ich einige Kurzurlaube hatte und ich habe es versucht zu vermeiden, habe versucht im Voraus hochzuladen und dann die Videos trotzdem täglich rauszuhauen. Aber manchmal hatte ich einfach gar kein Internet dort, wo ich war, und dementsprechend konnte ich dann natürlich auch nichts raushauen. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich meine, es waren ja bloß einzelne Tage, das hielt sich ja relativ in Grenzen. Ansonsten, wir haben momentan relativ neue Projekte am Laufen. Das älteste, was jetzt schon seit ein paar Wochen läuft, ist Mark of the Ninja. Das wird wahrscheinlich auch das erste sein, was wieder ausläuft. Ist jetzt auch kein kurzes Spiel, glaube ich, aber die anderen beiden sind einfach noch länger. Daneben haben wir dann noch Final Fantasy Type Zero HD, ist ein Final Fantasy Teil, können wir uns also denken, wird eine ganze Weile gehen. Und Castlevania Lords of Shadow haben wir auch noch am Laufen, auch das wird wohl relativ lang gehen, wer da mal reingeschaut hat. Ich glaube, es gibt 13, 14 Kapitel oder so, und davon hat jedes noch einige Untermissionen. Wir haben da viel zu spielen, glaube ich, bei den beiden Spielen, das wird wohl eine ganze Weile gehen. Ich möchte dazu aber noch sagen, bei mir ist es zeitlich so in Zukunft, dass ich noch nicht genau abschätzen kann, wie sich das entwickelt bei mir. Die Sache ist einfach, ich fange ein neues Studium an. Also ich bin momentan, es ist so, ich bin eigentlich studierter Chemiker. Ich habe meinen Master gemacht in Chemie, mache jetzt aber noch ein zweites Masterstudium, das dann interdisziplinär zwischen Physik und Chemie in einem konkreten Forschungsbereich sich dann ansiedelt. Internationaler Studiengang, pipapo. Tolle Elite-Sache und so, ne? Wird wahrscheinlicherweise einiges an Aufmerksamkeit fordern bei mir und einiges an Arbeitszeit. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das laufen wird. Daneben habe ich eben auch noch einen kleinen Nebenjob als Nachhilfelehrer am Laufen und will demnächst eine Flüchtlingspatenschaft übernehmen. Von daher wird es zeitlich wahrscheinlicherweise etwas schwierig. Ich kann es momentan aber noch absolut überhaupt nicht abschätzen, wie genau das aussehen wird, weil eben noch einiges dabei ziemlich im Unklaren ist. Ich werde es trotzdem wahrscheinlich jetzt erstmal so planen, dass ich meine Videos drosseln werde. Momentan ist es ja so, dass ich 2 Videos am Tag rausbringe. Also derzeit Final Fantasy Type Zero HD täglich und Castlevania und Mark of the Ninja im Wechsel. Ich werde es aber spätestens dann, wenn Mark of the Ninja durch ist, wahrscheinlich schon ein bisschen eher so machen, dass ich auf ein Video am Tag runterdrosseln werde, das Ganze. Ganz einfach, wie gesagt, wegen der Zeit. Ich denke mal, mir wird die Zeit fehlen. Es ist vorauszusehen, vorab zu sehen, dass das passieren wird. Und ich werde dann einfach die Videos eben täglich wechselnd mit einem Video am Tag machen. Tut mir leid, ist aber wahrscheinlich unvermeidbar. Trotzdem, auch wenn diese Projekte dadurch jetzt noch ziemlich lange laufen werden, ich könnte mir vorstellen, dass das bis ins neue Jahr reingeht, dann mit den Projekten, die jetzt laufen, bitte ich euch darum, teilt mir irgendwelche Vorschläge und Wünsche mit, was ihr sehen wollt, von mir aus auch Spiele, die relativ neu sind. Es kann ja sein, dass ich sie zufälligerweise interessant finde und mir sowieso holen möchte oder vielleicht schon geholt habe. Bin ich dann dabei, dass wir sie uns auch angucken können? Ansonsten setze ich es mir gerne auf die Liste, wenn es mich selbst interessiert natürlich. Also Sachen, die mich nicht interessieren, da sage ich dann auch nicht ja. Aber wenn es irgendwelche Sachen sind, die mich interessieren, setze ich sie mir mit auf die Liste und dann schaue ich mal, ob sie irgendwann mal bei Steam im Angebot sind und hole sie mir dann. Und dann werden wir sie auch spielen wahrscheinlicherweise. Sagt mir also einfach, was ihr sehen wollt. Ich bin gern dabei. Ansonsten wichtigste Info: die Unregelmäßigkeiten aus dem Sommer sind vorbei, schließlich ist die Sommerurlaubszeit auch um und ich werde wahrscheinlicherweise meine Videos ein wenig drosseln. Die Projekte, die jetzt laufen, die laufen noch eine Weile. Ich hoffe, das passt soweit für euch. Wenn ihr noch irgendwas habt, wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, wendet euch an mich. Ich bin gern da, ich bin für alles zu haben. Sagt einfach Bescheid. Ja, und ansonsten hoffe ich mal, dass wir dann einen entspannten Spätsommer und Herbst und Winter haben werden, in dem wir dann
uns fröhlich die momentan laufenden Spiele anschauen können und ich hoffe, ihr habt Spaß an denen. Ansonsten, es kommen auch wieder neue Projekte. Also macht's gut, bis bald und wie immer, haut rein!